Also wir können jetzt, Rolf, mit deinem Vortrag beginnen. Ganz herzlich willkommen und du kannst dich auch ganz kurz selber vorstellen. Wir freuen uns ganz sehr, dass du den Vortrag persönlich hältst und ich übergebe dir das jetzt und du kannst den Bildschirm freigeben. Ich habe schon seit 1968 Bienen. Und in der langen Zeit von 1968 bis jetzt, da habe ich auch viele Änderungen vorgenommen. Angefangen habe ich weil auf meinem Grundstück ein Bienenhaus stand, das hatte ein alter Imker und da waren noch Freudensteinbeuten drin. Damit habe ich angefangen. Dann bin ich aber schon rechtzeitig umgestiegen auf die Magazine, angeregt. Damals von Wolfgang Pienka, da war in der Imkerzeitung in der DDR ein Beitrag von Wolfgang Pienka, sehr bekannter Imker, war ein Erwerbsimker, Imkermeister aus der DDR. Und da hat er dargestellt, wie man mit Magazinen imkert. Und das hatte mich eigentlich von Anfang an überzeugt, da habe ich also auf Magazine umgestellt. Und das mussten ja noch selbstgebaute Magazine sein. Wir konnten ja damals noch keine Magazine kaufen, es wurden ja immer nur die Hinterbehandlungsbeuten da. Und dann habe ich nochmal umgestellt auf das Dadant-Magazin. Es ist ja so, es gibt unzählige Möglichkeiten, Bienen zu halten und mit Bienen zu arbeiten. Die sind so umfangreich, dass ich die nach so langer Zeit, wie ich Imker bin, immer noch nicht alle weiß. Und Sie werden sehen, davon sind fast alle falsch. Und nur ganz wenige sind wirklich in Ordnung. Und der erste Schritt, dass Sie es richtig machen, das ist mal schon, dass Sie mit Dadant arbeiten wollen. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit einem Brutraum zu arbeiten. Sie müssen nicht mit geteilten Bruträumen arbeiten. Sie haben viel weniger zu tun. Vielleicht sehen Sie auch ein kleines bisschen was davon, was ich jetzt sagen will. Zu unserem Hauptthema des heutigen Abends. Es ist also so, wir sprechen heute davon, dass wir unsere Bienenvölker, die im Magazin gehalten werden, einengen und wie wir das einengen machen und warum wir das machen. Ihr seht hier, das ist mein Volk Nummer 10. Das ist der Zustand dieses Volkes am 18. September vorigen Jahres. Also so sollten nach Möglichkeit die Bienenvölker aussehen im Spätsommer oder im Frühherbst, wenn wir einwintern wollen. Wir müssen wirklich versuchen, sehr starke Völker zu machen. Das ist zwar nicht das Thema des heutigen Abends, aber es ist unbedingt notwendig, sehr starke Völker einzuwintern, denn je mehr Bienen in einem Volk sind, umso weniger Arbeit hat die Einzelbiene bei der Überwinterung und später natürlich auch bei der Aufbau des neuen Volkes. Es ist doch so, dass wir eine Zeit haben, wo in der Hauptsache doch bei uns die Frühtracht da ist. Die Frühtracht ist unsere stärkste Tracht. Die späteren Trachten, die sind dann gar nicht mehr so sehr stark wie die Frühtracht. Aber es ist auch so, dass unsere Völker die Frühtracht meistens erstmal nur als Entwicklungstracht nutzen und aus der Entwicklungstracht sich heraus dann erst zu einem ordentlichen Bienenvolk entwickeln wollen. Und genau das ist aber. Das ist meiner Meinung nach schon ein imkerlicher Fehler, wenn man so imkert. Wir müssen versuchen, schwarmreif einzuwintern und aufsatzreif auszuwintern. Nun die Frage zum angepassten Brutraum. Was ist denn das? Der angepasste Brutraum, das ist eine Betriebsweise, die hat meiner Meinung nach in der Hauptsache der Hans Bär. Das Wort erfunden ist vielleicht nicht ganz richtig, aber die stammt im weitesten Sinne von Hans Bär, das ist ein Imkermeister aus Bayern. Der hatte nämlich auch neu angefangen, hat mit Bienen und mit einer Betriebsweise mit einem Brutraum angefangen und hat als Anfänger Honig geerntet. Und dann hat man ihm gesagt, ach, du musst zwei Honigräume haben, zwei Bruträume haben, du brauchst zwei Bruträume. Und dann hat er das auch so gemacht, weil eben seine Lehrer ihm das so gesagt haben und dann hat er keinen Honig mehr gehabt, nachdem er mit zwei Bruträumen gearbeitet hat. Und so hat er dann sich zurückentwickelt wieder zu einem Brutraum und ist eben dann zu dem angepassten Brutraum gekommen. Und der angepasste Brutraum, das muss man so verstehen, wir passen die Größe des Brutraumes im Winter der Bienenmenge an und im Sommer der Brutmenge. Das heißt, im Sommer wird der Brutraum durch Schiede so stark eingeengt, dass eine Königin immer genügend Platz hat zu legen, dass nie die Situation eintritt,
die Königin hat alles bebrütet und hat keinen Platz mehr zum Leben, dann würden wir ja die Stärke des Volkes anfangen einzuschränken. Also so groß muss der Brotraum sein, aber nicht größer. Alles andere muss Honigraum sein. Zu dem Thema Wärmeschiede. Ihr seht jetzt ganz rechts, das ist ein Wärmeschied. Seht ihr die kleinen blauen Streifen am Rand der Wabe? Das ist also eine Wabe, die hat, das ist eine ganz normale Wabe, die ist gefüllt mit Styropor. Und weil das Styropor von den Bienen ja kaputt gemacht wird, so, da ist die beplankt mit Kunststoffplatten. Ich zeige dann später mal noch eine andere Wabe, wo der Kunststoff weitgehend vermieden wird. Und diese Wabe habe ich immer im Volk. Also dieses Wärmeschied habe ich immer im Volk, das ganze Jahr. Und die hängt natürlich an der Außenwand. Wenn an der Außenwand des Magazins eine wärmegedämmte Wabe hängt, also ein Wärmeschied hängt, dann ist die erste Wabe daneben schon eine Brutwabe. Und wenn Sie dieses Wärmeschied als erste Wabe nicht drin haben, dann ist die erste Wabe eine Pollenwabe. Und Pollenwaben im Bienenvolk werden nicht gebraucht. Eine Pollenwabe ist eine Wabe ohne Funktion. Die braucht das Bienenvolk nicht. Und man sollte auch versuchen, möglichst ohne Pollenwaben einzuwintern. Das Bienenvolk braucht für die Überwinterung keine Pollenwaben. Das Bienenvolk ist in der Lage, ohne Pollenwaben einen ganzen Brutdurchgang aufzuziehen. Dann ist nichts und ganz außen hängt noch, es war ja am 18. Dezember, ganz außen auf der linken Seite hängt dann noch eine Futtertasche. Ich habe also das Volk dann nach der Einfütterung, und die beende ich ja schon Ende August oder spätestens Anfang September, nach der Einfütterung habe ich denen dann noch, oder während der Zeit der Einfütterung habe ich denen dann noch eine Futtertasche gegeben mit selbst angefertigtem Futterteig. Also Bienen sind ja keine Nagetiere. Bienen sollten eigentlich gar keinen Futterteig bekommen. Ich mache es trotzdem, weil es führt doch dazu, dass das Volk besser brütet, und mache aber den Futterteig eben sehr dünn. Also ich nehme nur ein Kilo, also ich mache das Verhältnis ein Kilo Honig und zwei Kilo Staubzucker. Empfohlen werden ja 3 Kilo Staubzucker und ein Kilo Honig. Das ist mir zu dick, das wirkt nicht so stark. So sieht das Volk also aus. Das ist unser Ausgangspunkt. Nun, wir engen ein. Warum engen wir ein? Wir engen möglichst schon im Spätherbst ein, damit das Bienenvolk schon in einer sogenannten Wärmekammer überwintert. Das ist das Volk, der Zustand des gleichen Volkes, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist der Zustand am 8. November, und die Wärmeschiede habe ich am 2. November eingehangen. Man sollte das wirklich um diese Zeit schon machen, da können die Bienen noch fliegen. Wenn man das später macht, wenn die Bienen nicht mehr fliegen können, dann ist das für den Imker viel schwerer und für die Bienen sowieso. Sie sehen jetzt, die ganz rechte Wabe ist wieder das Wärmeschied, das ist geblieben. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, habe ich die Wärmeschiede an diesem Tag richtig gesetzt? Meiner Meinung nach, aus heutiger Sicht, würde ich meinen, die erste Wabe neben den Wärmeschied rechts, oder? Die erste Wabe, die hätte rausgemusst. Und dafür hätte eine Wabe, die links neben den Wärmeschied hängt, vielleicht in die Wärmekammer reingemusst. Und das Volk ist also so stark, dass es auf diesen 5 Waben, die ich dem Volk als Wärmekammer gegeben habe, das ist die gut besetzt. Ja, die passen gar nicht alle rein, die Bienen, sondern die hängen noch hinter dem Wärmeschied. Nur das Wärmeschied ist nur so groß wie eine Wabe. Um das Wärmeschied können die Bienen an allen Seiten gehen. Sie können oben drüber gehen, sie können hinten vorne am Wärmeschied vorbei und auch unten. Das ist das Volk hier. Am 8. Januar. Ich gehe nochmal zurück, ich will noch was dazu sagen. Guck mal, das Volk habe ich gemacht aus den Begattungseinheiten. Ich habe keine standbegattete Königin in meinen Völkern. Das gibt es bei mir nicht. Ich bin der Meinung, standbegattete Königin, die sind für meine Zwecke nicht gut genug. Ich habe also nur Belegstellenkönigin in den Völkern. Und wenn man die Königin zur Belegstelle bringt, bringen wir, die Backfast-Imker, bringen diese Königin immer in einem kleinen Bienenvolk auf die Belegstelle, niemals in einem EWK. Nach der Meinung von Bruder Adam
war die Erfindung der EWKs keine gute Erfindung für die deutschen oder für die deutschsprachigen Imker, sondern die kommen bei uns immer in einem kleinen Bienenvolk auf die Belegstelle und das bezeichnen wir als Begattungseinheit. Und dazu, ich komme dann später nochmal dazu, dazu machen wir kleine Bienenvölker in den Mini-Plus-Magazinen. Wenn diese Begattungseinheiten von der Belegstelle zurückkommen, dann können die ja nicht ewig bleiben, Begattungseinheit, sondern mit den Königinnen wird man dann irgendwas machen. Und immer wenn man eine Königin entnimmt, sammle ich diese Waben mit Bienen und Brut und Futter, aber ohne Königin in so einen Kasten hier unten, wo die rote Dreie dran ist. Das ist mein Sammelkasten. Den sammle ich, alle Waben, eine Königin mit einer kompletten Begattungseinheit kommt natürlich am Anfang rein. Und dann später werden immer nur die waisenlos gewordenen Begattungseinheiten, wo die Königinnen anderweitig verwendet worden sind, dazugehangen. So haben die Begattungseinheiten auch noch einen richtig guten Sinn. Und es entstehen daraus schöne Völker. Hier ist das Volk nochmal, guck mal an, ich habe das gegründet mit Bienen und Brutwaben aus aufgelösten Mini-Plus-Begattungseinheiten. Und am 21. Juli habe ich dann auf diese Begattungseinheit diesen Dadant-Brutraum, die Nummer 10 da oben drauf gesetzt. In den Dadant-Brutraum kommen natürlich ausgebaute Waben rein, unbebrütete ausgebaute Waben. Und dann geht die Königin hoch und wenn die dann oben ist, geht die nicht mehr runter. Dann hat die ja oben viel bessere Möglichkeiten zu brüten als unten auf den kleinen Mini-Plus-Waben. So, und warum machen wir das so? Wärme erzeugen ist für die Bienen Schwerstarbeit. Wärme erzeugen beansprucht die Lebenskraft der Bienen genauso stark wie Fliegen. Also es wird ja gesagt, eine Biene hat ungefähr eine Lebenskraft von 800 Flugkilometern. Wenn eine Biene 800 Kilometer geflogen ist, dann hat die ihre Lebenskraft verbraucht. Aber 10 Minuten heizen sind genauso viel Arbeit wie 10 Kilometer fliegen. Und wenn wir den Bienen das Heizen leicht machen, weil wir rechts und links Wärmeschiede setzen und weil wir oben den Deckel auch gut dämmen und unten im Boden den Boden nicht offen lassen, wie das ja so oft empfohlen wird. Die Unterböden waren ja immer geschlossen. Das hat es vorher nie gegeben, dass der Unterboden offen war. Das ist erst dadurch entstanden, dass die Varroamöbe gekommen ist und dann wollte man kontrollieren, wie stark sind denn die Völker mit Milben belastet und hat unter den Bienensitz diese sogenannte Windel eingeschoben, ich sage da manchmal dazu, das ist das Zählbrett. Und nur deshalb sind die Bienenvölker geöffnet worden. Das ist aber für die Bienen keine gute Sache. Die müssen dadurch zu viel arbeiten, die müssen unten zumachen mit Bienen, nur die müssen die Wabengassen von unten mit Bienen zumachen, mit ihrem Körper. Und schon das ist wieder Arbeit und beansprucht die Völker. Und deshalb wird auch über den Winter unten zugemacht. Es gibt keinen offenen Unterboden, wenn man schöne, starke Völker auswintern will. Und je weniger die Bienen arbeiten müssen, umso mehr Völker überwintern. Es ist doch bei vielen Imkern so, dass im Frühjahr die Völker schwächer werden. Warum? Na, weil die Altbienen, die sterben und die neuen Bienen sind noch nicht da. Die können noch nicht, die kommen erst langsam. Und deshalb werden die Völker erstmal schwächer. Ach genau, das ist genau gar nicht richtig. Wir rechnen mal. Also es dauert 40 Tage von der Eilage. Also wenn eine Königin ein Ei legt, dann ist nach 40 Tagen erst eine Flugbiene da. Und wenn wir annehmen, dass so um den 15. bis 20. April die Kirschen blühen, und das wäre ja unsere erste Tracht, dann brauchen wir um diese Zeit 20.000 Flugbienen. Aber 20.000 Flugbienen haben wir um diese Zeit nur, wenn Anfang März schon 20.000 Zellen bebrütet sind. Und Anfang März 20.000 Zellen bebrütet, das ist eine Menge. Und die Waben müssen so aussehen. Das ist eine Dadant-Wabe und die ist vollständig bebrütet und das sind 8.000 Zellen. Und wenn wir 20.000 Bienen wollen, brauchen wir 3 solche Dadant-Waben Anfang März. Und Anfang März sind die Völker aber alle bei den meisten Imkern bei Weitem nicht so weit. Da fangen die erstmal an, sich zu entwickeln. Deshalb machen wir es den Bienen leicht, die Wärme zu erzeugen.
drücken die richtig doll zusammen. So stark sind ja nicht alle Völker wie das, was ich hier zeige. Man kann durchaus auch die Wärmekammer auf 3 Waden zusammendrücken. Ach so, Sie müssen so rechnen. Sie haben ja nicht unbedingt alle Tatanbahnen. Als erstes Mal mit 2 Bruträumen können Sie keinen angepassten Brutraum machen. Das geht nicht. Und es werden auch keine 2 Bruträume gebraucht. Das ist der erste Grundsatz. Nur ein Brutraum. Dann die Bienen in diesen einen Brutraum schön zusammendrücken. Dann können die Bienen mit weniger Lebenskraft die notwendige Wärme erzeugen. Die Bienen leben länger. Sie sterben also erst, wenn schon neue Bienen da sind. Wir kommen gar nicht erst in die Gelegenheit, in den Umstand, dass die Völker im Frühjahr schwächer werden. Die gehen schwach, die gehen stark in das Frühjahr und die werden dann im Frühjahr stärker, weil die Altbienen erst sterben, wenn die neuen schon da sind. Und dann kann man bei Zeiten schon anfangen, den Honigraum aufzusetzen. Nur hier ist es jetzt so, das Volk ist also so stark, dass sich die Wärmekammer von 5 Farben, da passen die Bienen nicht rein. Das macht aber gar nichts. Die haben ja die Gelegenheit, über das Wärmeschied zu gehen. Und je kälter das wird, umso mehr gehen die dann in die Wärmekammer. Ich gehe nochmal zurück. Wir gucken uns jetzt mal das Volk an. Das ist also hier der Zustand vom 8. Januar. Heute ist der 11., das war also vor 3 Tagen. Sie sehen, auf der rechten Seite, wo ich gesagt hatte, hier hatte ich gesagt, die erste Wabe ist zu viel. Auf der ersten Wabe sind nicht viele Bienen. Sehen Sie das? Zwischen der ersten Wabe und dem Wärmeschied befinden sich nur ganz wenig Bienen. Das hat sich im Laufe der Zeit, wo es kälter geworden ist, geändert. Jetzt sind schon viel mehr Bienen an der ersten Wabe. Also hatte ich es vielleicht, was ich am Anfang gedacht habe, doch gar nicht falsch gemacht. Und je kälter das wird, ich nehme an, wenn jetzt richtig Frost kommt, gestern waren ja 0 Grad, ich habe das hier dazu geschrieben, gestern waren 0 Grad, dann sind schon Bienen rübergegangen. Wir gehen wieder zurück, gucken Sie an, hier hängen die Bienen noch auf der letzten Wabe links. Und das war bei einer Temperatur von 5 Grad am 8. November. Also wir können dann wirklich stärker auswintern, die Bienen leben länger, weil sie nicht so viel arbeiten müssen. Eine solche Wabe mit so einem kompakten Brutnest kann natürlich wesentlich leichter von den Bienen erwärmt werden und versorgt und gepflegt werden, als ein auseinandergezogenes Brutnest auf vielen Waben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Wärmeschiede gar nicht drin hätte, dann würden die Bienen mindestens nie bloß auf 5 Waben brüten im Frühjahr dann, sondern vielleicht sogar auf 6 oder 7 Waben, würden die aber nicht vollständig bebrüten und hätten damit viel mehr Arbeit bei Wärmeerzeugung. Wenn man also starke Völker haben will, ich schreibe immer dazu bei mir, was ich für eine Königin da drin habe. Ich habe also hier eine GR10. Unsere beiden Backfastimkern haben die Königin bei den Züchtern mindestens. Nicht unbedingt bei allen Imkern, aber bei den Züchtern haben die Königin alle einen Namen. Die bekommen meistens den Namen der Beute, der Beutennummer, in denen sie sind. Also ich habe hier eine GR10. Die GR10 ist die Mutter dieser Königin. Das ist nicht die Königin, die hier drin ist, sondern die Mutter dieser Königin ist die GR10. Und die Königin, die in diesem Volk ist, besitzt das Erbgut dieser Mutter. Und die Bienen, die in diesem Volk sind, besitzen natürlich auch das Erbgut dieser Mutter und das Erbgut der Väter. Und die Väter stammen hier von der Belegstelle Leihörn, die hat so eine Abkürzung, die wird so abgekürzt, von der Belegstelle Leihörn und von der Drohnenvolkssippe 2020. Das ist also eine ganz junge Königin von diesem Jahr. Und wenn Sie Mitte März solche Brutwaben haben, dann kann man Ihnen gratulieren, dann haben Sie alles richtig gemacht. Das ist noch ein anderes Volk hier, was ich Ihnen hier zeige. Die Mutter ist eine andere Königin, die sehen, das ist eine B3, das ist eine ganz andere Abstammung. Aber war auf derselben Belegstelle. Die Väter dieser Bienen sind also dieselben wie bei meiner GR10. Und hier ist wieder eine GR10, das war auch am 14.11. und da war eine Temperatur von 14 Grad. Sie sehen, das Volk ist bis jetzt die ganze Beute und die Tatanbaben sind groß. Ach so, das hatte ich Ihnen ja vielleicht noch nicht gesagt. Sie müssen also der Königin immer so viel Platz geben, wie sie braucht, dass sie ständig legen kann. Und wenn wir davon ausgehen, dass eine Königin 2500 Eier legt,
Das ist das, was unsere Institute angeben. Bruder Adam sagte aber, wir brauchen zeitweilig so leistungsfähige Königinnen, dass auch 3000 Eier in der Hochsaison gelegt werden können. Dann brauchen wir 42.000 Zellen. Ja, wenn Sie mal bedenken, 2500 legt sie an einen Tag, dann hat die nach 21 Tagen 42.000 Zellen bestiftet und dann nach 21 Tagen schlüpft ja schon die erste Biene und es wird wieder Platz und die kann wieder von vorn neu anfangen zu legen. Also 42.000 Zellen würden reichen. 42.000 Zellen, das können Sie sich bei Ihrem Wabenmaß ausrechnen. Eine Fläche von 10 mal 10 Zentimetern, das ist ein Quadratdezimeter, 10 mal 10 Zentimeter, hat ungefähr 400 Zellen. Und da können Sie sich ausrechnen, wie viele Waben Sie im Sommer, wenn wir den Brutraum der Brutmenge anpassen, wie viele Waben Sie unten im Brutraum brauchen. Sie brauchen niemals zwei Bruträume. Weder wenn Sie Zander haben nicht, wenn Sie Normalmaß haben nicht. Sie brauchen nie zwei Bruträume im Sommer. Und wenn die Bienen nur diese 42.000 Zellen, von mir aus noch eine Wabe dazu, vielleicht der Bauern, der muss ja auch bestiftet werden, hat, dann reicht das vollkommen aus. Und sie bekommen enorm starke Völker mit der Methode. Aber noch etwas wäre dazu zu sagen. Das geht alles nur mit Königinnen bester Qualität. Also Königinnen müssen immer aus dem Überfluss heraus entstehen. Niemals aus dem Mangel heraus. Man kann ein neues Bienenvolk machen aus einer Brutwabe. Und das ist ja ein Hungervolk. Aus einer Brutwabe ein neues Bienenvolk machen und dann sollten sich die Bienen mit dieser einen Brutwabe noch eine eigene Königin ziehen. Das wird eine jämmerliche Hungerkönigin. Eine Königin muss immer aus dem größten Überfluss heraus entstehen. Und nur dann ist die auch so leistungsfähig, dass die ständig in 21 Tagen diese mindestens 42.000 Zellen bestiften kann. Nur dann, wenn die Königin das von ihrer körperlichen Verfassung her kann und von ihrem Erbgut natürlich auch. Eine Königin mit weniger gutem Erbgut und bester Aufzucht macht unter Umständen ein besseres Bienenvolk als eine Königin mit gutem Erbgut und wenig guter Aufzucht. Also die Aufzucht der Königin, die ist enorm wichtig. Das wäre aber ein anderes Thema. Das kann man alles an einem Abend gar nicht machen. Das wäre ein anderes Thema. Das hier ist ein Volk aus der VSH-Zucht. Das habe ich am 2. September umgeweißelt. Also die Bienen, die hier drin sind, das sind noch die Bienen von einer VSH-Königin, deren Mutter 100% VSH hatte und die auf einer Belegstelle, auf einer VSH-Belegstelle gewesen ist. VSH heißt ja Varroa-Sensitiv-Hygiene. Das heißt, in diesem Volk sind Arbeiterinnen, die erkennen, in dieser Zelle ist ein vermehrungsfähiges Varroa-Weibchen und öffnen diese Zelle und räumen die aus, sodass die Vermehrung der Varroa gestoppt wird, behindert wird. Ein solches Volk als so eine VSH-Zucht ist das hier. Man sieht also selbst bei diesen Völkern, die machen, wenn man sie richtig behandelt, die können auch sehr schöne, starke Völker machen. Und das habe ich umgeweiselt am 2. September mit einer Königin, die hat kein VSH, weil die war auf der Belegstelle Baltrum, das ist also eine Insel in der Nordsee um. Und dort stehen immer, ich sage es euch, dort stehen europaweit die besten Drohnenvölker. Und nur dort wird angebracht, wo die Besten sind. Nicht, wo mittlere Qualität ist. Bei den Besten muss man anbauen. Und das ist jedes Jahr so. Aber da kommen immer bloß die hin auf diese Belegstelle, die immer hingehen. Neue können gar nicht aufgenommen werden. Das geht gar nicht. So. Rolf, ich hätte mal eine Zwischenfrage. Ja? Gehen wir bitte eins zurück. War dieses Volk zu dieser Zeit schon gegen die Varroa-Milbe behandelt? Nein. Das ist ein unbehandeltes Volk. Ja, ne. Aber ich habe die Königin tot gemacht. Ne? Ich habe die nie gelassen, obwohl die so ein schönes Volk aufgebaut hat. Mir haben die Bienen nicht gefallen. Du, ich will schöne, bunte Bienen haben und nicht solche graue. Weißt du? Und das Wort, solche graue, schwarze Bienen, die gefallen mir nicht. Die lasse ich nicht. Das muss schön aussehen, wenn man das Volk ausmacht. Die Bienen müssen
die müssen uns entgegen, die müssen uns entgegenleuchten. Die müssen richtig, es muss Freude machen, in das Volk reinzugucken. Das muss ungefähr so sein, wie wenn der Bräutigam zu seiner Braut geht und seine Braut ansieht. So viel Freude muss das sein, wenn wir unser Bienenvolk öffnen. Gut, das ist ein anderes Volk. Das ist ungefähr vielleicht eins, das könnte meiner Meinung nach ein durchschnittlich gutes Volk sein. Ich habe das auf 4 Waben eingeengt. Die Bienen passen hier rein. Das ist der Zustand vom 7. Dezember bei 5 Grad plus. Also wenn Sie solche Völker haben, das ist auch schon gut. Ach so, und dann ist das so. Später brüten die Bienen auf diesen Waben in der Wärmekammer und bebrüten die vollständig. Und in der Wärmekammer ist nichts als Brut. Und die holen sich das Futter über das Wärmeschied und gehen rüber und holen sich dort an den Außenwaben das Futter. Und wenn die Honigräume aufgesetzt werden, dann müssen im ersten Moment unten noch ein paar volle Futterwaben drin sein, weil auf den Brutwaben nur Brut ist und da ist keine Futterreserve. Die müssen also die Möglichkeit haben, so lange bis in den Honigräumen ein Teil Honig eingetragen ist, unten noch Futterwaben zu haben. Und dann werden die erst weggenommen, wenn in den Honigräumen schon etwas Honig ist. Sonst würde das Volk verhungern. Und zwar ganz schnell. Völker, die so viel Brut haben, die brauchen viel Energie. Rolf, ja. Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Ja? Wie stellt man denn sicher, dass die Bienen nicht vom Futter abreißen, wenn die so durch das Schied vom Futter getrennt sind? Ja, da hatte ich ja am Anfang auch sehr viel Angst, ob das nicht vielleicht doch passiert. Aber wenn die Völker stark genug sind, reißen die nicht ab. Dann können die über das Schied gehen und besitzen immer noch so viel Kraft, dass sie über das Schied gehen können, dort immer noch genug Wärme erzeugen können und Futter rüberholen über das Schied. Die verhungern nicht. Die haben natürlich am Anfang, wenn die Schiede gesetzt werden, da im Spätherbst, im Frühwinter, dann sind die Waben ja immer noch mit Futter gefüllt. Da sind die ja noch gar nicht voll Brut. Und dann verbrauchen die ganz wenig. Und wenn mal jemand auf meine Stockwaage geht und sich das anguckt, da geht man auf den Landesverband Sächsischer Backfastimker und dort steht Waagstockbeobachtung oder Stockwagen oder irgend so was Ähnliches. Und da können Sie mal gucken, die verbrauchen jetzt ungefähr, diese starken Völker verbrauchen jetzt ungefähr 30, 40 Gramm Futter am Tag. Also das ist ganz wenig, da verhungern die noch lange nicht. Und der Zehrweg geht von vorn nach hinten und von unten nach oben. Also das reicht erstmal lange, das Futter. Die verhungern nicht. Ich habe es noch nie gehabt. Aber sie müssen stark sein. Und dann ist es noch so, starke Völker, wenn es gelingt, starke Völker einzuwintern, so wie das Volk, was ich gezeigt habe hier im September ganz am Anfang, die hören auch eher auf zu brüten. Anfang Oktober habe ich nur noch verdeckelte Brut in den Völkern gehabt. Da war keine offene Brut mehr da. Und solche Völker sind natürlich auch, dann könnte ich auch die Milben nicht mehr mitentwickeln, wenn die aufhören zu brüten. Und wenn die aufhören zu brüten im Herbst, dann sparen die ihre Lebenskraft fürs Frühjahr. Und das müssen wir erreichen. Wir müssen starke Völker einwintern, die zeitig aufhören zu brüten und ihre ganze Lebenskraft fürs Frühjahr behalten. Schwache Völker brüten weiter im Herbst. Die versuchen sich noch zu verstärken. Die wissen, wir brauchen eine Mindestmenge an Bienen, damit wir die ganzen Arbeiten, die zur Erhaltung des Lebens über den Winter notwendig sind, auch schaffen und brüten unnötig lang und verbrauchen damit ihre Kraft. Starke Völker müssen wir einwintern. Das sind unsere Mini-Plus-Magazine hier. Da überwintere ich Reservekönigin. Also wir machen es so, die Backfastimker machen das so, weil Bruder Adam das so gesagt hat. Es werden den Bienenvölkern keine jungen Königinnen zugesetzt. Eine Königin, die von der Belegstelle kommt, darf noch nicht in ein Wirtschaftsvolk rein. Die ist noch gar keine vollentwickelte Königin. Die muss erst mindestens einen vollen Brutdurchgang machen. Also die muss mindestens 5-6 Wochen sollte sie alt sein. Und bevor eine Königin nicht 5-6 Wochen alt ist und brüten kann, darf sie auch kein Volk zugesetzt werden. Und das geht natürlich mit den Begattungseinheiten, die wir in den Mini-Plus-Magazinen machen, sehr gut. Wir machen die Begattungseinheiten mit 3 Waben. In so einer Sorge gehen bei uns auf die Belegstelle 2 Begattungseinheiten.
Da ist also ein Trennsheet drin und auf jeder Seite sind drei Waben, eine Futterwabe, eine Brutwabe, eine Leerwabe und die Weißelzelle. Und so gehen die auf die Belegstelle und wenn die wiederkommen, kann man die dann ja erweitern. Erstmal nimmt man eine Seite raus, dann kann man der Königin schon 6 Mini-Plus-Waben geben und wenn sie die schön bebrütet hat und die 6 Waben werden voll bedeckt, dann kann man auch noch eine zweite Sorge draufhängen. Und dann sind die Königinnen so weit, dass sie zugesetzt werden können. Dann können sie die gefahrlos zusetzen. Mein Imkerfreund, der Thorsten, der sperrt nie eine Königin mehr ein. Der nimmt die alte Königin von der Wabe runter und setzt die neue Königin, der fasst die Königin mit den Fingern an, und setzt die neue Königin dem Wirtschaftsvolk, was er umweiseln will, auf die Wabe drauf, vorsichtig. Wartet noch 1-2 Minuten und dann hängt er die rein. Das klappt immer. Bei ihm. Ich traue mir es nicht, aber bei ihm klappt es. Und das geht nur mit reifen Königinnen. Ob eine Königin angenommen wird oder nicht, hängt von einem einzigen Umstand ab, von dem Verhalten der Königin im Moment ihrer Befreiung. Wenn die anfängt wegzulaufen, hat sie schon verloren. Aber eine Königin, die alt genug ist und schon längere Zeit gelegt hat, die läuft nicht weg. Die geht ganz langsam über die Wabe und fängt schon an zu legen. Das klappt. Deshalb keine jungen Königinnen zusetzen, die werden dann beim Zusetzen, wenn sie schon angenommen werden, geschädigt und dann weißelt das Volk doch noch um. Also immer nur Königinnen zusetzen und niemals eine versendete Königin zusetzen. Nie. Das, was der Thorsten macht, geht natürlich nur, wenn der die aus so einem Mini-Plus-Magazin nimmt, wo sie voll in Legetätigkeit ist und setzt sie rüber in das neue Volk und dann wird die angenommen. Weil die ja nicht aus der Legetätigkeit herausgeht. Eine versendete Königin kann man so nie zusetzen. Auch eine alte versendete Königin nicht. Also so sehen dann unsere Mini-Plus-Magazine aus. Wir überwintern die als Stadtvölker für die neue Königinzucht. Und wenn ich im Frühjahr, hier sind jetzt noch junge Königinnen drin, die setze ich im März meinen Völkern zu. Und die Altköniginnen aus den Völkern kommen hier rein und die bilden dann die Startgrundlage für die neue Königinzucht. So, und jetzt will ich Ihnen noch was sagen. Warum haben Sie alle nicht solche starke Völker, wie ich Ihnen die jetzt gezeigt habe? Ich sage Ihnen das, warum. Weil Sie erstens mal keine guten Königinnen drin hatten. Das ist der eine Umstand. Und der andere Umstand ist aber, der größte Fehler, der gemacht wird, wenn abgeerntet wird, wenn also die Honigräume weggenommen werden, dann dürfen die Bienen aus den Honigräumen nicht zurück in das Muttervolk, in den Brutraum. Dann ist der Brutraum überfüllt. Wie verrückt, dann sind in dem Brutraum so viele Bienen drin. Alle Bienen, die vorher in den Honigräumen waren, werden gezwungen, unten in den Brutraum reinzugehen. Das Volk ist überfüllt, das denkt, wir sind ja sowieso schon viel zu viele Bienen und schränkt seine Bruttätigkeit ein. Aber das ist der Moment, wo ich erstmal richtig anfangen soll zu brüten. Da werden ja die Winterbienen erzeugt nach der Honigernte. Und deshalb ernten wir so hier, das ist die Frau Weißbach, der habe ich geholfen zu ernten. Wir stellen einen Brutraum unten hin, in den Schatten. Und in den Brutraum kommen Mittelwände rein. Nur Mittelwände, sonst nichts. Und natürlich, und jetzt kann eine ganz junge Königin rein, die noch gar nicht lange von der Belegstelle zurückgekommen ist. Das ist der einzige Moment, wo das geht. Wenn man Kunstschwärme macht, kann man ganz junge Königinnen nehmen. Und dann kommt natürlich noch eine Königin rein im Wohlgemutkäfig und dann wird eine Bienenflucht aufgelegt. Bei dem linken Volk, der blaue Rahmen, das ist eine Bienenflucht. Aber bevor man die Bienenflucht auflegt, müssen aus einem Honigraum die Bienen von, ich nehme 5 Honigwaben. Ich kehre die Bienen von 5 Honigwaben sofort unten rein. Die junge Königin, die dort im Zusatzkäfig, im Wohlgemutkäfig drin ist, die hat einen Zuckerteigverschluss, die kann also noch gar nicht raus. Aber die muss ja sofort von Bienen versorgt werden. Die muss unbedingt sofort von Bienen versorgt werden und deshalb müssen gleich Bienen rein. Dann wird die Bienenflucht draufgelegt und auf die Bienenflucht kommen die Honigräume, die wir ernten wollen. Von jedem Volk durcheinander, wie wir wollen. Wenn wir 5 Völker ernten, kann auf so einen Turm jeweils eine Zarge von immer einem anderen Volk gesetzt werden. Man braucht
gar nicht zu bedenken, dass die sich gegenseitig irgendwas tun würden. Dann kommen die also da drauf und dann gehen die über Nacht runter. Die Bienen aus den Honigräumen sind den Völkern, ihren Muttervölkern entzogen worden. Die sind ja jetzt in dem neuen Volk hier unten drin. Das Altvolk hat noch alle Brut, hat noch alle Flugbienen, hat auch Jungbienen auf dem Brutwaben. Das wird sich zu einem wunderbaren, schönen, starken Wintervolk noch entwickeln. Und jetzt wird in dem Altvolk unten bei der Arbeit nach der Methode angepasster Brutraum werden Mittelwände eingehangen. Das Volk hat doch noch 6 Waben. Die Königin unten in dem Datan-Brutraum oder auch in dem Brutraum mit den anderen Waben aus, die hat ja nur 42.000 Zellen zur Verfügung. Und jetzt muss das Volk der Bienenmenge angepasst werden. Jetzt muss es nicht mehr der Brutmenge angepasst sein. Jetzt muss es der Bienenmenge angepasst sein. Und deshalb kommen unten Mittelwände rein, viele, in die Altvölker. Der Vorteil der Methode des Erntens so ist ja natürlich auch, sie nehmen die Honigräume runter und das geht ganz schnell. Und sie kommen zu keiner Räuberei. Sie setzen einfach nur die Honigräume von den zu ernten Völkern runter auf den neu vorbereiteten Brutraum. Zack, 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 sind sie alle rüber, sind nur schwer zu heben, weil ja überall viel Honig drin ist. Und gucken Sie mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben es ja gleich ein bisschen übertrieben hier in dem Fall. Ne? Wir haben 7 Zargen drauf gesetzt. 7 Honigräume haben wir dem neuen Volk gegeben. Wir haben natürlich nur die Bienen dem neuen Volk gegeben. Denn die gehen ja durch die Bienenflucht runter. Am nächsten Tag sind die Honigräume nicht 100% bienenfrei, aber weitgehend sind nicht mehr sehr viele Bienen da drin. Die sind dann alle unten bei der Königin. Das Volk kommt woanders hin, es darf nicht am gleichen Standort bleiben, sonst würden ja viele Bienen zurückfliegen und wird sofort gefüttert. Und wenn sofort und ganz stark gefüttert wird, werden die Mittelwände auch wunderbar ausgebaut. Und dann haben sie neue Völker, die so stark sind, wie ich ihnen das gezeigt habe. Wolf, und die Altvölker werden auch so stark, denn die kriegen ja alle noch 5 Mittelwände mindestens, werden toll gefüttert, bauen die Mittelwände aus und gehen dadurch auch nochmal stark in Brut. Und das sind dann die Winterbienen, die hergestellt werden. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine Wabe, die ist also nicht aus Kunststoff, das Bild hat mir der Dietmar geschickt, das hat er aus Polen mitgebracht, irgendwie. Und die ist gefüllt mit Stroh oder Schilf. Und das ist richtig biologisch gut. Das ist besser als Kunststoff in den Bienenvölkern drin. Und da geht auch die Wärme nicht durch. So, jetzt, ich bin am Ende meiner Tabelle und ich habe viel geredet und jetzt könnten Sie ja eventuell noch mal was fragen. Sicher wird sehr viel, sehr neu für Sie gewesen sein. Aber Wolf, ich hätte noch eine Frage. Geh mal bitte eine zurück. Also hier in dem Moment, wenn du die Honigräume drauf sitzt, ist das Flugloch verschlossen. Muss zu sein. Unbedingt. Unten, beim Brutraum. Brutraum, ne? Ja, ja. Das muss zu sein. Sonst gehen die Bienen runter und fliegen zurück in ihre Völker. Deshalb darf das Volk ja auch nicht an dem Standort bleiben. Man braucht da zeitweilig einen weiteren Standort. Und dann, ich vergleiche meine Völker auch mit den Völkern anderer Imker. Ich habe immer stärkere Völker. Und das hat viele Ursachen. Das ist nicht mit einer einzigen Maßnahme zu erreichen. Und ich bin auch der Meinung, das hängt damit zusammen, dass ich keinen Sirup füttere. Ich füttere keinen Sirup, nur Zucker. Und ganz dünn. Alle Völker, die Mittelwände ausbauen, die müssen ganz dünnflüssiges Futter kriegen. Die kriegen 800 Gramm, oder die Mischung mache ich so, 1 Kilo Zucker und 1,2 Liter Wasser. Also mehr Wasser als Zucker. Das muss dünnflüssig sein. Der Nektar in der Natur, der hat ja 70% Wasser. Und wenn das so dünnflüssig ist, das Futter, dann bauen die Bienen schneller, die bauen sehr schöne Waben. Und in der Zeit, wo die vom Auswindern, vom Aufsetzen des ersten Honigraumes, werden keine Mittelwände gegeben. Die Mittelwände werden erst gegeben, wenn gefüttert wird. Denn jede Mittelwand, die sie ausbauen lassen, die kostet Honig. Also das ist auch noch ganz wichtig, dass man in der Zeit keine Mittelwände gibt. Und die Mittelwände werden wunderbar ausgebaut, wenn stark genug und flüssig gefüttert wird.
Aber das Storken und flüssig füttern, das ist auch nicht so einfach. Sie, diese dünne Zuckerlösung, wenn Sie da zu viel mit einmal geben, dann gärt die. Und das geht ja nicht mehr, können ja kein verdorbenes Futter füttern. Wenn man aber Sirup füttert, dann würde das natürlich mit den Gären nie passieren, aber das folgt bald die Waben nicht so schön aus und das brütet auch nicht so stark. Und dann haben Sie zum Beispiel auch aus diesem Grund nicht so starke Völker im Winter. Also das spielt auch eine Rolle, das Füttern mit Zucker. Sehen Sie, und am nächsten Tag haben wir dann hier die Honigschäume auf den Anhänger geladen und zur Frau Weißbach in den Schleuderraum geschafft. Und unten die Völker haben wir dann auch mitgenommen und woanders aufgestellt und gefüttert. Und das wären dann solche starke Völker. Darf ich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, den Vortrag, den du gemacht hast, Rolf. Diese Betriebsweise, wie sie Rolf uns hier geschildert hat, ist natürlich spezialisiert auf den angepassten Brutraum. Wir entnehmen mit diesem angepassten Brutraum aus den Bienenvölkern das allererste Mal Bienen eigentlich zum Abschleudern. Bis dahin werden die Völker im Prinzip weder geschwächt, noch werden da irgendwelche Waben entnommen, weil dann bringen sie ja nicht mehr den maximalen Honigertrag. Das heißt, das Bienenvolk wird mit diesem angepassten Brutraum geführt vom Frühjahr bis zum Abschleudern, ohne dass auch nur eine Biene oder eine Brutwabe entnommen wird bei den Wirtschaftsvölkern. Und erst zum Abschleudern bilden wir unsere Jungvölker mit den Honigraumbienen der Völker. Und das ist natürlich halt das Problem der Schwarmneigung. Deswegen ist im Prinzip halt es ja auch so sehr wichtig, die Schwarmträgevölker zu haben. Die es sowohl in der Kanika wie auch in der Backfasszene gibt, wo man wirklich sagen kann, also bei mir zum Beispiel, ich schaue das letzte Mal in meine Bruträume um den 10. Mai. Von da an mache ich keinerlei Eingriffe mehr an den Brutraum, erst zum Abschleudern wieder. Und die Seite ist, also voriges Jahr hatte ich nicht einen Schwarm und 2019 hatte ich nur einen einzigen Schwarm von meinen ganzen. Voraussetzung ist natürlich, dass man über den Honigraum immer genügend Raum den Bienenvolk zur Verfügung stellt, dass das wachsen kann. Und dann kann man auch, sag mal, mit ganz wenig Arbeit die Schwarmverhinderungsmaßnahmen durchführen und braucht ab Mitte Mai nicht mehr an die Brutrömer einzuschauen. Ja, Dietmar, ich mache das ja auch so. Ich setze, wenn der erste Honigraum aufgesetzt wird, gucke ich unten nicht mehr rein. Erst, wenn ich dann die Honigräume ganz wegnehme. Das sind zwei Voraussetzungen erforderlich, sehr schwarmträge Bienen. Und der angepasste Brutraum hilft auch zur Schwarmverhinderung. Der trägt zur Schwarmverhinderung bei. Es ist also so, in diesem angepassten Brutraum, das ist ja, der ist ja nicht groß. Also 42.000 Zellen, geben Sie lieber noch eine Wabe am Anfang mehr, dass Sie noch eine Wabe zusätzlich drin haben. Das ist alles so eng, dort gehen die Pheromone der Königin auf alle Bienen über. Die Jungbienen sind es ja, die den Schwarm, die die Schwarmlust auslösen. Und die sind so reich mit den Pheromonen der Königin versorgt, weil alles eng zusammengehalten wird, sodass Schwarmlust wesentlich später entsteht oder vielleicht auch gar nicht. Bei unseren Völkern, die Backfastvölker, die wir haben, deshalb haben wir ja nur Belegstellenköniginnen in unseren Völkern. Die Schwarmlust wird dominant vererbt. Das heißt, wenn die Mutter Schwarmträger ist und die Drohnen, die sich mit der Mutter paaren, die kommen von der Landbiene. Und die Landbiene hat immer Schwarmlust, die ist immer schwarmlustig, dann wird das Volk ein schwarmlustiges Volk sein. Aber wenn sie auf einer Belegstelle waren, wo Drohnenvölker stehen, die sehr schwarmträge sind, dann wird es kein schwarmlustiges Volk, dann werden sie auch schwarmträge Völker haben. Und das Arbeiten, der Aufwand, der lohnt sich, auf die Belegstellen zu gehen. Man macht dann an den Völkern nichts mehr. Man stört die Völker nicht. Die werden nicht dauernd geöffnet und nachgeguckt und gestört. Es ist Ruhe. Die können ordentlich arbeiten. Und ich habe manchmal schon gesagt, man braucht eigentlich weiter gar nichts zu machen, als dass die Bienen sich wohlfühlen. Dann kommt der Honig von ganz alleine. Und wenn aber dauernd in den Völkern gearbeitet wird, dann fühlen sich die Bienen nicht mehr wohl. Und wenn den Völkern sogar noch Waben entnommen werden
um daraus neue Völker zu machen. Na, dann werden sie geschwächt. Dann kommt es zu keiner Höchstleistung mehr. Aber mit der Methode hier, wir haben ständig Bienen im Überfluss. Wir wissen gar nicht so viele Bienen, wie wir haben, was wir mit denen machen sollen. Nur aus den Honigräumen entstehen neue Bienenvölker. Die Altvölker werden sehr stark. Wir haben ständig Bienen übrig. Und die müssen wir dann verkaufen. Und ich, jedes Bienenvolk, was ich verkaufe, da kriege ich Zustände, weil ich denke, der Imker, der das kauft, der macht das nie richtig. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Du hast bei den Einengen von dem Brutraum im Winter teilweise zwei Schiede und da waren auch Bilder dabei, wo links und rechts jeweils hier ein Schied drin war und daneben aber noch, ich nehme mal an, jetzt Futterwaben. Also hier bei dem zum Beispiel, da sind ja rechts und links nochmal hier Waben dabei. Ja, Wie entscheidest du, wie viele du links und rechts da daneben machst und wie du das jetzt einengst? Weil bei deinem ersten Volk hast du ja das eine Wärmeschied immer ganz rechts gelassen und hier ist praktisch dieser eingeengte Bereich ganz in der Mitte. Was sind deine Kriterien dafür? Du, das mache ich so, wie ich ungefähr denke, dass das dem Volk gefällt. Ich gucke also, wo die Königin ist, weißt du? Das müsste man machen. Also wenn man die Wärmeschiede reinmacht, und die, nehmen wir mal an, durch Zufall wäre die Königin auf der rechten Seite hier auf der Wabe neben den Schied. Die geht dann ja nie rüber in die Wärmekammer. Also die Königin muss man wissen, wo die ist, damit die in die Wärmekammer reinkommt. Und wenn die eben, ich sage mal, auf der sechsten Wabe von rechts oder links ist, dann bleibt die dort. Und dann gebe ich neben die Wabe, auf der die Königin war, noch so viel weitere Waben, wie ich denke, dass das Volk stark ist. Und dann kommt die Wärmeschiede. Ich habe auch Völker, da habe ich nur vier drin. Nur wenn die so stark sind, dass ich denke, so diese Bienen, die werden im Frühjahr diese vier Waben voll belagern können, dann mache ich vier Waben. Aber immer muss die Königin in der Wärmekammer sein. Denn davon bin ich nie überzeugt, dass die dann über die Schiede geht, die Königin. Die Bienen machen das, aber die Königin vielleicht nicht. Also, und solche Brutwaben sind doch eine große Rolle. Das ist auch ein Problem der Eigenschaften der Bienen. Also die Bienen und die Rassen der Bienen, die besitzen unterschiedliche Eigenschaften. Das ist nicht egal, was man für Bienen hält. Und eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass die Bienen bereit sind, den Honig brutfern zu stapeln. Brutferne Honigstapelung ist wichtig. Und eine Rasse, die Backfast ist eine solche Rasse, die diese Bereitschaft besitzt, den Honig brutfern zu stapeln, die schafft alles hoch und bebrütet unten alles, vollständig. Und Pollengrenze über der Brut und Futtergrenze über der Brut, das ist gar nicht gut. Das sind alles hier Ereignisse, die die Schwarmlust fördern. Pollengrenze über der Brut, Futtergrenze über der Brut fördern die Schwarmlust. Volle Brutwaben nicht. Ich habe mal noch eine Frage zur Überwinterung wegen der Wärme. Ist es jetzt sinnvoll, wirklich noch die Bienen von unten zu schützen? Wir haben es bei uns jetzt offen. Nein, die müssen zu sein. Das ist wichtig. Also doch noch jetzt zumachen, jetzt noch was reinschieben. Macht noch Sinn. Und bleibt den ganzen Sommer drin. Den ganzen Sommer zu. Okay. Ja. Das macht noch Sinn. Man muss die... Ja, es geht nicht gut, aber es geht schon. Man muss ich mach, wenn ich das mache, dann nehme ich zwei Stockmeißel und stecke auf jeder Seite zwischen den Unterboden und den Brutraum ein Stockmeißel und hebe dadurch das Volk ein bisschen an und dann kann man unten ein Wärmebrett reinschieben. Und das Wärmebrett ist ja weiter gar nichts als ein 4 mm starkes Sperrholz. Das muss aber dieses filmbeschichtete Sperrholz sein. Wenn Sie normales Sperrholz reinschieben, das verbiegt sich, das wird rund, weil das nimmt auf der einen Seite die Feuchtigkeit und die Wärme des Bienenvolkes auf und auf der anderen Seite die Kälte von außen und da verbiegt sich das. Aber das filmbeschichtete Sperrholz, das sieht braun aus, das nimmt keine Feuchtigkeit auf, weil durch den Film die Luftfeuchtigkeit nicht durchgehen kann. Und da bleibt das gerade. Das ist wichtig. Das muss unten zu sein. Und das ist nämlich eine Irrlehre, wenn gesagt wird, das soll unten offen sein. Die Bienen hatten, die Bienenbeuten, die wurden immer zu. Das ist, wie gesagt, erst durch die
Problematik der Pharaoer entstanden, dass man die Unterböden geöffnet hat. Ja, gibt es da noch eine Alternative zu so einem filmbeschichteten Sperrholz? Eine Styroporplatte zum Beispiel oder irgend sowas? Ja, Styropor wird ja kaputt gemacht. Aber eine Kunststoffplatte, die würde ja auch gehen. Die verbiegt sich ja auch nicht. Ja, also eine Kunststoffplatte würde auch gehen. Ja, also die Kunststoffplatten, die hier bei mir an den Wärmeschieden dran sind, das nennt man Hohlkammerplatten. Die sind 3,5 oder knapp 4 mm stark. Also 4 mm sind sie gar nicht stark. Die habe ich mir auch zugeschnitten. Aber ideal sind sie nicht. Die werden auch rund. Das sind diese blauen Streifen, da links und rechts, oder? Die blauen, ja. No. Die blauen Streifen. Mhm. Ja. Das ist nicht so gut. Das Filmbeschicht ist, das Sperrholz ist meiner Erfahrung nach das Beste. Was auch möglich ist, ich entschuldige bitte, dass ich mich mal reinhänge, im Prinzip sind diese Kunststoffplatten, wie sie für die Werbetafeln genommen werden. Es gibt ja diese Werbetafeln, die hier mit Klebefolie beschriftet werden, und die sind aus einem geschäumten Kunststoff und haben aber eine glatte Oberfläche. Also lassen sich sehr leicht reinigen und durch das Geschäumte sind die sehr wärmehaltig und die lassen sich relativ gut dafür einsetzen und die gibt es auch in verschiedenen Stärken, 3, 4 bis 10 mm Dicke, also je nach Bodenzustand kann man da die Weide wählen. Mitunter bekommt man solche Platten auch von Werbefirmen, die halt solche Sachen beschriften, die halt irgendwo eine alte Tafel abgemacht haben und die alten Tafeln kriegt man relativ preiswert und die sind sehr, sehr wärmehaltig und die verziehen sich überhaupt nicht, weil die ja nie arbeiten wie Holz. Die andere Seite ist, es muss man natürlich, wenn man überhaupt Sperrholz nimmt in der Beziehung, muss man darauf achten, dass das Sperrholz eine sogenannte D4-Verleimung hat. Das heißt, der Tischler unterscheidet ja zwischen wasserfest und kochfest. Wasserfest wäre D3, D4 wäre kochfest. Und diese D4-verleimten Sperrholzplatten, die tun sich auch ganz, ganz wenig verziehen. Danke. Ich habe noch eine Frage. Bei dem Honigraum, da frage ich mich jedes Mal, wird da immer einfach wieder der Honigraum neu obendrauf gesetzt oder und dann alles mit einmal geschleudert? Oder ab wann weiß man denn, jetzt muss der Honigraum runter und kann geschleudert werden? Wie ist denn das? Kann man da nochmal was dazu sagen? Ja, das weiß ich jedes Mal selber nicht. Das ist ein riesengroßes Problem. Also erstens mal, man fängt ja so an, ein Honigraum wird aufgesetzt. Am Anfang, wenn es losgeht im Frühjahr. Dann kommt der zweite Honigraum drauf, wenn der erste von den Bienen gut besetzt ist und circa zur Hälfte gefüllt ist, dann kommt der zweite Honigraum drauf. Und wenn die beiden Honigräume schon weitestgehend gefüllt sind, dann ist der Honig immer noch nicht trocken in diesen beiden Zargen. Und sie müssen sogar noch einen dritten Honigraum aufsetzen, damit Platz da ist. Erstens, damit kein Schwarmtrieb entsteht und natürlich, damit auch Platz da ist, weiteren Nektar einzulagern. Und in der Zeit, in der dann in den dritten Honigraum weiterer Nektar eingelagert wird, da können die Bienen den Honig in den ersten beiden Tagen schon trocken machen und vollständig verdeckeln. Also bei uns ist es so, die Waben in den Honigräumen sind ja nur halb so hoch wie die Brutwaben. Und das ist auch sehr wichtig, damit die kann man ja sonst nicht hochheben. Solche große Brutwaben kann man nicht schleudern. Das geht gar nicht, die können sie gar nicht hochheben. Und deshalb sind die nur halb so hoch und die werden nie bebrütet. Die Waben in den Honigräumen bei der Methode der Dant werden nie bebrütet. Das sind immer unbebrütete Waben und die brechen auch nicht, wenn man die schleudert. Und ja, das ist immer eine große Kunst, dass die Waben so lange drin bleiben, damit der Honig auch trocken ist und damit sie nicht schon schleudern, wenn der Honig noch gar nicht trocken ist, dann fängt er an zu gären und dann, das ist eine große Blamage, wenn sie dann so ein Honigglas verkaufen, was der Kunde wiederbringt, weil es angefangen hat zu gären. Ne? Das ist also ein Problem. Und deshalb müssen eben die Völker auch sehr stark sein, damit genügend Bienen in den Honigräumen sind, um den Honig trocken zu machen. Und meistens kann man dann den zweiten Honigraum schleudern. Da ist noch eine Besonderheit, das alles zu erklären, das geht gar nicht an einen Tag. Da ist noch eine Besonderheit, die habe ich auch nicht gewusst, die habe ich erst durch einen tschechischen Imker, der heißt Miroslav, von dem habe ich das erfahren und der hat es wieder von seinem Großvater erfahren. Wenn Sie mit angepasstem Brutraum arbeiten,
dann ist in dem Brutraum kein Platz, den Nektar, den die Flugbringenden bringen, einzulagern. In dem Brutraum ist nur Brut. Und für was anderes ist kein Platz. Die Königin bestiftet jede Zelle, die frei wird, wo eine Biene schlüpft, sofort wieder. Sodass die Bienen in dem ersten, in dem Brutraum unten keinen Nektar einlagern können. Und müssen den Nektar sofort in den ersten Honigraum tragen. Und da wird der erste Honigraum, der wird bei mir, den kann ich ewig nicht läutern. Weil da ist, am Anfang dachte ich, die Bienen wollen dort noch brüten. Und da ist ein Bogen, in den Honigwaben ist ein Bogen drin, oben die Ecken und so, die sind schon mit Honig gefüllt und zum Teil verdeckelt. Und dann ist eine freie Fläche da, wie ein Bogen so. Und das ist sozusagen der Verladebahnhof für den Nektar. Dort lagern die den Nektar ein. Diese erste Zarge, die können sie erst schleudern, wenn abgeerntet wird. Oder wenn sie die mal umsetzen würden. Ich mache das nicht, ich lasse die so lange. Und wenn abgeerntet wird, dann kann ja kein neuer Nektar mehr eingetragen werden, weil das Bienenjahr zu Ende ist. Und deshalb können sie dann meiner Meinung nach immer zuerst die zweite Zarge schleudern. Und die dritte noch nicht. Und das ist auch ein großes Problem. Das kommt nämlich darauf an, wie man die Honigräume aufsetzt. Das kommt darauf an, was man für Bienen hat. Hat man Bienen, die bereit sind, den Honigbrut fernzustapeln, dann können sie 4 Honigräume draufsetzen. Und immer der neue Honigraum mit Leerwaben oder mit Mittelwänden, wie auch immer, wird immer oben hingesetzt. Der kommt immer oben hin. Ich habe einen Imkerfreund, der will aber keine Bergfassbienen halten, der will Kornika-Bienen halten. Und da muss der immer die Honigräume tauschen. Die Kornika ist nicht bereit, den Honig so weit brutfern zu stapeln. Das ist einfach ein Problem, wo sie herkommt. Die kommt aus dem Gebirge, aus dem Hochgebirge, und die muss immer sofort Zugang, weil ja das Wetter dort schnell umschlägt, die muss immer sofort Zugang zu Honig haben bei der Brut. Und deshalb will die den Honig auch nicht brutfern stapeln. Und da können sie machen, was sie wollen. Das macht die einfach nicht. Das ist in ihrem Erbgut verankert. Bei der Backfast ist das nicht so. Die bringt den hoch. Die schafft den Honig hoch. Also das ist auch ein Problem, was man für Bienen hat, wie man die Honigräume aufsetzen muss. Der muss also immer den Honigraum unten wegnehmen, den neuen hinsetzen und den weggenommenen Honigraum dann wieder oben draufsetzen, weil die Bienen den Nektar sonst nicht hochschaffen würden. Und dann, wenn ich jetzt mit einem Imker rede, der sagt, und ich rede, was hast denn du für Bienen? Na, der sagt, der Kornika-Bienen. Das stimmt überhaupt nicht. Der hat gar keine Kornika-Bienen. Und ich würde sagen, in Ihrem Imkerverein, da sind noch ganz wenige Imker, vielleicht gar keiner, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls, auf keinen Fall können die Imker in Ihrem Imkerverein sagen, wir haben Kornika-Bienen. Das stimmt nicht. Sie haben Landbienen. Kornika-Bienen haben Sie dann, wenn Sie von einer geprüften Kornika-Zuchtmutter nachziehen, diese Nachzuchten auf eine sichere Kornika-Belegstelle bringen. Und dort paaren sich dann die Jungkönigin, die von einer echten Kornika-Mutter abstammen, mit Kornika-Thron. Und dann haben sie Kornika-Bienen. Und wenn sie das so nicht machen, sondern machen eine Standbegattung, dann haben sie Landbienen. Aber das Absperrgitter, das nimmt er? Unbedingt. Das muss sein. Ja. Ohne Absperrgitter geht nicht. Gibt es auch von Bruder Adam darüber einen Artikel, wo er das schreibt. Also Absperrgitter muss sein. Ich habe mal noch eine Frage. Ich war mal zum Lehrgang und da wurde also praktisch vorgestellt, dass also jetzt beim Magazin eine halbe Zarge über den Brutraum eigentlich wie ein Sperrgitter wirkt. Und das habe ich also auch gemacht und ja, mehr oder weniger geht das. Mehr oder weniger? Ja, manchmal ganz wenig. Mhm, ja. Aber unsere Absperrgitter sind ja groß. Die gehen ja über die gesamte Fläche des Brutraumes. Also die Bienen kommen da mühelos. Über die ganze Zarge, oder? Über die ganze Zarge. Ja, genau. Die kommen da mühelos durch. Und warum wollen man sich die Unsicherheit schaffen, ob dann nicht vielleicht doch Brut oben im Brutraum, im Honigraum ist? Also das ist mir zu unsicher. Aber gut, anderen gefällt das vielleicht doch nicht, das Absperrgitter, und wollen eben unbedingt ohne Absperrgitter imkern. Da muss man Dann müssen die das so machen. Und da will ich ganz sicher sein. Gut, hm? Und ich will ja auch, wissen Sie, ich will auch auf keinen Fall, wenn ich Honigräume wegnehme,
vielleicht noch gucken müssen, ob da eventuell vielleicht doch die Königin hochgegangen ist. Die Honigräume werden einfach runtergenommen und mit und weg. Und, oder werden auf eine Bienenflucht gesetzt. Dürfen wir noch was fragen? Ja, klar. Wann werden dann die Wärmeschiede gesetzt und wann werden sie wieder gezogen? Also gezogen werden sie gar nicht. Die bleiben, naja, gar nicht ist, ist nicht ganz richtig. Die werden nur woanders hinge, an einer anderen Stelle. Die bekommen eine andere Position. Also gesetzt habe ich sie nun schon im November. Und das habe ich, aber das mache ich noch nicht sehr lange so. Vorher, dann habe ich die immer im Februar erst gesetzt. Aber das ist ein Eingriff, den ich gar nicht gerne mache. Das ist kalt zu der Zeit und nie unbedingt immer Flugwetter. Und ja, also das, das ist nicht gut. Besser ist, man macht das noch im Herbst, da hat man es bequem. Okay. Und dann kommen die ja nur an eine neue Position. Das eine Wärmeschied, was an der Außenwand hängt, das ist immer so. Und wenn der Brutraum dann nach dem Abernten erweitert werden muss, da habe ich dann bloß ein Wärmeschied drin, das an der Außenwand, und auf der anderen Seite ist vielleicht wie hier in dem Fall eine Futterwabe oder ein anderes Schied oder auch ein Wärmeschied, das ist egal. Aber prinzipiell bleibt das Wärmeschied das ganze Jahr im Volk. Ja, ja. Und dann brauchen Sie nicht noch extra Platz, die Wärmeschiede aufzubewohnen. Und in dem Volk ist ja, in dem großen Tatankasten ist ja genug Platz. Da ist ja kein Mangel dafür. Und wichtig ist wirklich, wie der Dietmar sagt, dass die Wabe neben dem Wärmeschied, die, wenn die vollständig bebrütet wird, auf beiden Seiten, dann kann eventuell erweitert werden. Wenn auf der Wabe neben dem Wärmeschied Pollen ist, da muss die Wabe raus und ganz weggenommen werden und nicht ersetzt, weil die Königin das nicht schafft, die Wabe sofort zu bestiften, damit die Bienen gar keine Gelegenheit haben, den Pollen einzutragen. Der Pollen ist nämlich schwarmfördernd. Pollen macht Schwarmlust, wenn Pollen in den Waben ist. Und der Pollen wird aus den Waben nie mehr umgetragen, der bleibt immer drin. Honig wird umgetragen, Nektar wird umgetragen, aber Pollen nicht, der bleibt drin. Und deshalb wollen wir keine Pollenwaben in den Völkern. Und das gilt für uns. Bei uns hier ist immer genug Pollen da. Wir haben bis jetzt noch nie Pollenmangel gehabt. Natürlich, ich kenne einen, der wohnt an einer Stelle 5 Kilometer lang, 3 Kilometer breit nur Mais. Und denn seine Völker haben keinen Pollen. Die können sich gar nicht richtig ernähren. Ja, aber dort dürfen auch keine Bienenvölker sein. Ich habe ihm gesagt, du musst deine Bienenvölker woanders hinschaffen. Dort geht's nicht. Ja, ich möchte aber nicht. Er will sie auch zu Hause haben. Und ja, dort ist eine andere Situation. Aber bei uns hier, wir haben immer reichlich Pollen. Marleen, kannst du dein Mikrofon selber freischalten? Gut, also dann lese ich die Frage vor. Wie wird mit dem Baurahmen verfahren? Gibt es einen und an welcher Stelle im Brutraum? Also wo setzt du den Baurahmen hin? Dietmar, willst du es beantworten? Ja, kann ich machen, Rolf, kein Problem. Das wird natürlich auch von Imker zu Imker verschieden gemacht. Ich setze den Baurahmen relativ zeitig, das heißt mit dem Beginn der Weidenblüte. Also wenn die Salix caprea blüht, gebe ich den Baurahmen an die zweite Position. Warum gebe ich den Baurahmen so zeitig? Weil ich natürlich halt sehr zeitig als Züchter Drohnen haben will. Andere geben im Prinzip erstmal noch eine Mittelwand, um auch dementsprechend ausbauen lassen zu können, und geben dann den Baurahmen. Da wird auch oftmals von Imker zu Imker unterschiedlich gearbeitet. Der eine Imker gibt es an der letzten Position oder an der vorletzte von hinten. Ich gebe es an die zweite Position, weil ich dann, wenn dieser Baurahmen ausgebaut und beschriftet ist, diesen Baurahmen entnehme, an die letzte Position hänge und einen zweiten Baurahmen gebe, weil ich natürlich für die Belegstelle viele, viele Drohnen brauche, um halt dann die Belegstellenvölker auch mit genügend Drohnen dahin schaffen zu können. Und das wird aber komplett wirklich unterschiedlich gemacht. Ich schneide natürlich keine Drohnenrahmen wegen Varroa-Behandlung oder solche Geschichten, weil die Drohnen brauchen wir einfach. Die andere Seite ist auch, dass ich der Meinung bin, dass der Drohn im Volk eine gewisse Funktion hat und die Volksharmonie darunter leidet, wenn ich die Drohnenrahmen immer ausschneide und in dem Volk keine Drohnen sind. Ist natürlich halt immer das Problem, Varroa-Behandlung oder nicht Varroa-Behandlung. Aber wie gesagt, ich schneide keine Drohnenrahmen, die bleiben drinnen.
Ich mache das genauso, Dietmar. Ich habe noch niemals Drohnenwaben ausgeschnitten und meine Völker sind trotzdem nicht eingegangen. Also die Drohnen, das gehört zum biologischen Gleichgewicht eines Bienenvolkes, dass da Drohnen drin sind, in einer bestimmten Jahreszeit, über eine bestimmte Zeit lang. Und ich, die großen Dardant-Waben, wenn wer mit Dardant impfen sollte, und die großen Dardant-Waben, die brauchen keine große, keine ganze Wabe als Drohnenwabe. Ich löte also bei meinem Baurahmen in den oberen Teil eine Mittelwand vom Honigraum ein. Und das ist die Hälfte ungefähr einer Wabe. Dort machen die Bienen arbeitbar. Und der untere Teil ist dann für die Drohnen. Und das reicht. Dann hat man eine halbe Drohnenwabe. Beim Dietmar ist es anders, der braucht ja viel Drohnen. Und, aber im Normalfall, wer nicht so Züchter ist, der kann eine halbe Drohnenwabe geben. Ich habe das auch bei Joost Gut in Luxemburg gesehen, der macht das genauso. Und das ist einer der besten Imker. Also die Hälfte langt. Aber das ist bei mir auch immer der letzte. Das ist immer die letzte Wabe bei mir. Und dann, also erst Wärmeschied, dann alle Brutwaben, dann Baurahmen und dann wieder Wärmeschied. Und wer es mal probieren will und will doch Mittelwände ausbauen lassen, in der Zeit, in der das ja normalerweise gemacht wird, aber wir machen es ja trotzdem nicht, weil es besser ist, wenn die keine Mittelwände ausbauen. Aber man kann mal hinter das Schied probeweise eine Mittelwand hängen. Und da habe ich gemerkt, bei meinen Völkern ist es so, ungefähr die Hälfte der Völker baut hinter dem Schied auch Mittelwände aus. Und die Hälfte eben nicht. Das macht nicht jedes Volk. Also wir haben sehr schöne Mittelwände. Da müssen sie aber dann, sie können nicht einfach hinter das Schied eine Mittelwand hängen und dann nichts mehr. Dann müssen sie wieder ein Schied hängen. Sonst wird die stark überbaut und dann haben sie eine ganz dicke, da haben sie eine Dickwabe dann. Ich kann eventuell noch was zu meinem Drohnenrahmen sagen, damit man die Variabilität vollständig hat. Also ich mache ja 1,5 deutsch Normalmaß mit angepassten Brutraum. Die sind, glaube ich, noch ein ganz klein wenig größer, die Brutflächen, als beim Dardant oder ungefähr ähnlich. Und dort mache ich natürlich für die Drohnenbaurahmen, damit die nicht zu schwer werden, in der Mitte immer noch ein Streben rein. Und da habe ich aber in starken Völkern tatsächlich, dass die auch tatsächlich einen kompletten Rahmen mit Drohnen ausbauen. Ja, das machen die. Klar, wenn ich einem Dardant-Wabe gebe, die wird vollständig Drohnenbau gemacht. Ne? Aber das muss nicht sein. Wissen Sie, was dafür Kraft reingeht? Ne? Die Hälfte reicht. Also ich darf vielleicht noch ergänzen, also ich mache auch einen Mittelsteg rein in diese Wabe, weil natürlich halt, wenn man eine anderthalb deutsch Normalmaß oder eine große Dardant-Wabe hat, dass natürlich diese Wabe, da die ja auch nicht gedrahtet ist, also bei mir nicht gedrahtet ist, dann relativ labil wird. Und ich mache eine Leiste rein auf der Hälfte und gebe die dann dort rein. Sehr oft bemerke ich, dass im Prinzip teilweise der obere Bereich mit Drohnenbau zugebaut wird und im unteren Bereich machen sie Arbeiterinnenbau. Na, da haben die, dann hat das Volk genügend das Gefühl, wir haben genügend. Aber auch das Zeichen, dass natürlich halt genügend Drohnenbau vorhanden ist und da machen sie dann Arbeiterinnenbau. So, Sabine, ich würde an dich übergeben. Ich denke mal, es gibt keine weiteren Fragen. Ich stoppe mal die Aufzeichnung.